Hey, meine Lieben, willkommen zurück zu diesem Kanal und willkommen zu dem heutigen Video hier. Ich freue mich sozusagen, dass ich wieder, wie ist das, ziemlich unbequem hier, muss ich sagen, eingeschätzt habe. Wie ihr sehen könnt, ich sitze noch in meiner Weihnachtsbaumkulisse. So gesehen ist doch alles abgedeckt, bis auf den Tannenbaum. Weil ich gesagt habe, ich möchte gerne noch sozusagen Weihnachtsideen, Geschenke drehen. Weil ich gesagt habe, finde ich eigentlich ganz cool, so gerade passend noch. Und ja, darunter sind dieses Jahr viele Geschenke. Viele Kleinigkeiten, viele Gutscheine und auch ein bisschen Geld. Eigentlich kein Geld dieses Jahr, weil darunter ein Geschenk ist, was etwas größer ist und halt auch etwas teurer war. Von daher diesmal kein Geld. Und ja, ich würde sagen, bevor wir mit dem Video starten, wollen wir vorher eine Videofrage. Was habt ihr dieses Jahr zu Weihnachten gekriegt und was war euer bestes Weihnachtsgeschenk? So würde ich sagen, wir starten jetzt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bevor wir dann zu dem großen Geschenk kommen. So, als erstes baue ich mal diesen Haufen sozusagen vor mir ab. Darunter ist auf jeden Fall einmal dieser süße Rosenbär, den ich von meinem Mann oder zukünftigen Mann bekommen habe. Den finde ich ultra, ultra süß, sehr niedlich. Und der hat einfach so ein weißes Herz und ist rot. Normal sagt man ja, rotes Herz ist eher so Liebe, aber ja, ich fand das eigentlich auch ganz niedlich. Gut, normalerweise hätte man den Bär auch sozusagen weiß, also komplett weißer Bär und rotes Herz. Aber ich glaube, das wäre mir so ein bisschen zu viel weiß gewesen, zumindest für meinen Geschmack hier. Und ja, den fand ich sehr putzig und der kommt auf jeden Fall in meinen neuen Video-Hintergrund. Dann kommen wir zu anderen Sachen. Ich würde sagen, kommen wir erstmal zu Schmuck, weil ich habe auch einen Schmuckteil von meinem Mann geschenkt bekommen, also zwei Schmuckteile. Und zwar sind das einmal diese kleinen Kre oder so gleich diese kleinen Ohrringe auf jeden Fall. Und dazu passend eine Herzkette. So sieht die ganze aus. Ich finde sie mega schön. Ich habe sie einmal abgenommen, weil ich sie einmal zeigen wollte. Und die Ohrringe lasse ich jetzt einfach mal drinnen. Aber da ich jetzt den Pullover habe, sieht man diese Kette nicht. Und von daher habe ich dann gesagt, okay, lasse ich es so und ich habe mich darüber auch sehr, 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 sehr gefreut über diese richtig schöne Kette. Dann habe ich noch ein Teil von meinem Mann bekommen. Und zwar ist das von Alexandra Ambrosio. Das gab es irgendwo, ich weiß nicht wo. Ein Multifunktionsstyler. Das ist sozusagen ein Styler mit allem drin. Und zwar kann man damit sanfte Locken machen, gepflegte, also glatte Haare, gewellte Haare, Kreppwellen, voluminöse Locken, gekreppte Locken und Korkenzieherlocken. Und ich glaube, ich habe einen Korkenzieherlockenstab, einen normalen Lockenstab, dann noch einen etwas dünneren Lockenstab, ein Glätteisen und ein Haarföhn. Und das geht mir mega auf den Sack. Das glaubt ihr mir nie, 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 niemals, dass es mir so auf den Sack geht. Und das ist das Ding, das ist die ideale Lösung. Morgen werde ich sozusagen auch gleich testen auf meinem YouTube-Kanal, weil morgen kommt dann sozusagen noch ein neues Video. Das heißt, erst kommt mein Silvesterlook und dann kommen meine Weihnachtsgeschenke. Aber Silvester geht jetzt eigentlich sozusagen vor. Und warum meine Weihnachtsgeschenke jetzt erst kommen, hat den Punkt, dadurch, dass es sowieso schwierig ist, unseren Familien irgendwie so ein bisschen zusammenzubringen. Und jetzt gerade zu Corona ist es natürlich noch schwieriger, das alles sowieso zu machen. Dadurch muss man auch, dass man nicht die Regeln bricht. Fünf Personen aus zwei Haushalten. Ihr kennt die aktuellen Regeln, ihr wisst, wie sie sind. Und dadurch war es dann ziemlich kompliziert. Aber ich habe es endlich geschafft und von daher drehe ich natürlich auch jetzt erst meine Weihnachtsgeschenke ab. Ich kann euch ja so gesehen ein paar Aufsätze zeigen. Das Gerät muss hier irgendwo rumliegen. Ich habe keine Ahnung, wo, weil ich das Gerät die letzten Tage benutzt habe. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal kurz ein paar Aufsätze, damit ihr so einen kleinen Überblick davon bekommt. Jetzt machen wir eine Tüte. Dann haben wir hier so einen Aufsatz, so einen Korkenzieheraufsatz.
ein Aufsatz für kleine Locken und nochmal zwei Aufsätze für etwas größere Locken. Und dann ist da noch ein Aufsatz für Crepe, also Crepe-Locken. Was ich ziemlich cool finde und ich mich ja schon sehr freue, das auszuprobieren. Ich muss noch gucken, was ich da morgen mit meinen Haaren noch zu Silvester, ob ich Locken mache. Crepe-Locken weiß ich noch nicht so genau, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Auf jeden Fall ist das auch noch von meinem Mann. So, dann geht es weiter und irgendwie kribbelt meine Nase. Ach, so, okay. Dann geht es weiter mit dieser schönen Box hier. Die ist von so einem Typen, ich komme nicht drauf. Einen Augenblick. Jetzt haben wir es. Ach, George Gonzalez, warum hebe ich die Packung hoch? Da steht es ja. Das ist wohl ein Purfemme, ein Parfüm und ein Shower. Geht natürlich um so einen richtig geilen Rosa, was natürlich so typisch Mädchen ist, könnte man sagen. Und ja. Aufbleiben. Wir werden uns jetzt erstmal den High Heel angucken. Ich wünschte, ich hätte so einen High Heel in meinem Kleiderschrank. Der wäre richtig geil, oder? So ein High Heel. Das finde ich aber voll cool. Wir werden jetzt einmal den Geruchstest Nummer 1 machen. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und ja, finde ich sehr, sehr süß und halt auch eine richtig, richtig, richtig geile Farbe. Dann haben wir sozusagen noch ein Parfüm. Keine Ahnung, ob das jetzt das gleiche Parfüm ist oder ob es irgendwie ein anderes ist. Aber Geruchstest Nummer 2. Das riecht irgendwie anders, finde ich. Keine Ahnung. Ist auch egal. Und dann haben wir natürlich noch passend dazu das Shower Gel. Alles in rosa. Sehr, sehr cool. Und werde ich auf jeden Fall oder kommt auf jeden Fall sozusagen in Benutzung. Vielleicht werde ich dieses Parfüm auch sozusagen, wenn das irgendwann mal was wird, unser Ankleidezimmer machen. Ihr müsst mir einfach auf Instagram folgen, da habt ihr momentan so aktuelle Sachen, weil wir umgebaut haben, weil aus dem ehemaligen Schlafzimmer ein Ankleidezimmer machen. Und dann habe ich sozusagen eine Stange für eine Reihe für Pullover, Tops, Hosen, bla bla bla. Dann habe ich in der Mitte einen Schminktisch, was ich ziemlich cool finde, wenn das alles so passt, wie ich mir das vorstelle, was wir immer hoffen. Und auf der anderen Seite habe ich dann eine Kleiderstange für Kleider, bla 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 bla. Und darüber sind so Glasbögen oder so Glasplatten. Man kann das vielleicht gut draufstellen. Mal gucken, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob meine Idee was wird. Also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Instagram auf dem Laufenden. Zweitens, bei Instagram läuft noch bis zum 31.12. eine Verlosung. Aber das sage ich morgen auf jeden Fall nochmal, weil eigentlich ist das unrelevant, weil das Video kommt nach dem Silvesterlook. Also vergiss das wieder. Okay, egal, machen wir einfach mal weiter mit Geschenk Nummer 1. 2, 3. Nummer Geschenk Nummer 4. Und zwar ist das eine Juwelenkette. Ich hatte von der schon relativ viele. Da sind Ohrringe drin. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Ich glaube in Silber, soweit ich das weiß, mit der Richtung Cookie. Und fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Ich liebe diese Juwelenkette, weil man natürlich nicht weiß, wann das kommt. Und die wird auf jeden Fall irgendwann angemacht. So. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Egal. Geschenk ist halt einfach ein Gutschein von DM, von meiner Mama und meiner kleinen Schwester. Und von meiner kleinen Schwester hat sie extra, das möchte ich Ihnen zeigen, weil es so gesehen Familie ist, es so ein großes Bild. Da steht Frohe Weihnachten, dann sind da so drei Bilder von ihrer Abschlussfeier, wie ich sie fertig gemacht habe und wie sie zur Abschlussfeier gegangen ist. Ja. Dann haben wir noch ein Geschenk von meiner großen Schwester. Das gehört mir und meinem Mann. Da sind nämlich darunter zwei Amazon-Gutscheine bei. Und Gutscheine kann man ja immer gebrauchen. Jetzt gerade zur Corona-Zeit ist das sowieso alles problematisch, weil es haben ja die ganzen Läden rein theoretisch zu. Und dann stehst du da und sagst, wo gehst du jetzt einkaufen so gesehen oder tauscht die ganze Scheiße wieder um. Von daher sind die Gutscheine dies Jahr zumindest praktischer als irgendwas andere Sachgeschenke vorausgesetzt. Man weiß, okay, er kann es wirklich oder die Person kann es wirklich sozusagen gebrauchen. Dann habe ich noch von Balea zwei Duschpillings geschenkt bekommen zum Thema DM. Dann haben wir hier noch was richtig Süßes von Douglas. Ich habe keine Ahnung, ob da so eine Handcreme oder so drin sein. Wir werden das jetzt auch einfach mal öffnen. Vorausgesetzt, das lässt sich öffnen. Und da sind keine 1000 Knoten bei.
Ziemlich kompliziert. Ja, vielleicht muss ich nochmal die Knoten öffnen. Klopf, 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 klopf. Alter. Douglas, warum macht ihr das so schwer zu? Ich hab's gleich, Leute. Ich glaube, es kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Schleife Nummer uno. Da ist ganz schön viel drin, so ein kleines Ding. Also, da war jetzt drin eine Handcreme, kann man ja zu dieser Jahreszeit immer gebrauchen. Richtig, ein richtig schönes weihnachtliches Design. Darunter, ich würde sagen, Seife zweimal. So ein Duftding und halt eine pinke Nagelfeile. Ja, fand ich sehr, sehr süß und fand ich auch cool. Weil ich wusste ja nicht, was drin ist, aber irgendwie so ein bisschen eine Art stand da auch drauf. Und von daher packe ich das jetzt alles gerade mal wieder schön wieder ein. Oder versuche es zumindest. Ob es mir gelingt, das kann ich euch gleich sagen, weil diese Seifenstücke sind echt schwierige Gegner. So, zubinden, du wirst dann auch so gesehen gleich. Aber es ist erstmal alles wieder drin. Dann kommen wir zu dem nächsten Geschenk. Und zwar ist das nochmal ein Sarah Parfum. Bei meins ist leider kaputt gegangen. Ich konnte die ganze Parfümflasche wegschmeißen. Und das ist jetzt das Sarah Red Vanilla Parfum. Das Parfum habe ich auch schon, aber ich zeige es so gesehen gerne nochmal, weil meins ist mir sozusagen runtergefallen. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Und auch darüber habe ich mich sozusagen sehr, 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 sehr gefreut. So. Was haben wir denn noch nicht? Wir hatten so viel schon. Egal. Machen wir weiter. Hier sind so Raumduftdinger von einer Freundin. Da kommt gleich noch mehr von einer Freundin. Das fand ich sehr süß. Und das ist jetzt in Richtung Rose, also Rose. Dazu dann eine richtig süße, cute Teetasse mit Bonbons und Schokolade drin. Sehr, 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 sehr süß. Passend zu der Teetasse kommt natürlich noch Tee dazu. Das ist ein rote Früchte-Mix. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Dazu gab es dann noch eine Maske und eine Kerze. Und jede Menge Schokolade, die ich aber so verfressen, wie ich bin, schon aufgegessen habe. Ja, Schokolade ist bei mir nicht sicher. Ja, hier zum Beispiel Kekse. Aber auch Schokolade geht bei mir eigentlich sozusagen immer als erster weg. Dann haben wir eigentlich hier schon mal zumindest die Sachgeschenke, zumindest die großen. Jetzt hier haben wir noch ein kleines und jetzt kommen wir auch so lange der Geschichte näher zum Thema Großgeschenk. Und zwar hat es damit zu tun. Ich habe eine neue Computermaus gekriegt. Die ist auf jeden Fall kabellos, was mir persönlich sehr wichtig ist, da ich es bevorzugt, mit kabellosen Mäusen zu arbeiten. Und das Coole ist bei dieser Maus, sie leuchtet rum in verschiedenen Farben. Finde ich sehr cool, weil ich auch Boxen habe, die in verschiedenen Farben leuchten. Von daher sehr passend. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Die Maus wird übrigens nicht mit Batterien betrieben, sondern mit Kabel. Habe ich auch noch nie gesehen, aber schon mal echt cool. Und habe mich auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr drüber gefreut. So. Dann kommen wir weiter zu Geschenk Nummer 2. So langsam kommen wir der großen Sache näher. Und zwar ist das ein Laptop-Tisch. Jetzt könnte ich schon eigentlich denken, was Geschenk Nummer 3 ist. Aber gut, okay. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Und zwar ist das eine Notebook-Tasche von Asus direkt. Was ich ziemlich cool finde. Und die ist schlicht schwarz. Ich habe Platz für meine Kabel, ich habe Platz für meine Maus, ich habe Platz für mein Notebook. Und ja, finde ich sehr praktisch, weil ich noch keine hatte und ich mal einen hatte. Und ja, egal. So. So. Und jetzt kommen wir auch zu den letzten großen. Und ihr könnt es wahrscheinlich schon euch finden. Da. Das ist ein neues Notebook. Das ist von Asus. Moment, ich habe da eine Kleinigkeit zugesteuert. Weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass es für mich sozusagen viel zu viel Geld ausgibt, weil ich es einfach nicht richtig finde. Und von daher habe ich auch was zugesteuert. Das hat mich natürlich umso mehr gefreut.
weil sie sagen, hier, mach nicht zu viel. Es soll halt ein Weihnachtsgeschenk sein. Aber so gesehen hat die ganze Familie sich dann heimlich zusammengetan und hat es dann sozusagen gemacht, ohne es zu wissen. Weil ich gesagt habe, ich hätte gern eins. Und ja, weil ich eins hatte. Allerdings hast du dann hinten sozusagen die Klappe vom Monitor gelöst. Und dadurch war es schwierig, den alt oder hoch zu klappen. Weil war mir der Monitor zu klein, der war mir viel zu langsam und tausend Dinge. Und jetzt habe ich einen neuen und ich bin mega happy. Ich zeige den gerne mal in der Instagram-Story. Das heißt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ja, der hat, soweit ich weiß, 17,3 Zoll. Und 8 GB RAM, sowas in der Art. So, ich habe jetzt Zuglas, ich habe jetzt das, ich habe das, ich habe das, ich habe die Maske, ich habe Schokolade, was heißt Schokolade, Gutscheine, DM, Maus, Schmuck, Zara, Parfüm und eine Lockenschrift. Dann habe ich eigentlich alles. Yay! So, mein Lieben, ich hatte auf jeden Fall mein kleiner Weihnachtshaul gefallen, also meine Weihnachtsgeschenke-Haul. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das könnt ihr natürlich gerne kostenlos tun. Und schreibt in die Kommentare, welches Geschenk euch am besten gefallen hat. So würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben!